Alter, eine Vector. Gibt's sowas denn? Vector, aber nur Close Fight. Ja, ja. Auf Mittel- und weite Entfernung kannst du vergessen. Echt, ja? Die verziehen so brutal. Reinweg nur auf Close Fight. Aber der hat mich auch. Hat uns auch ganz schön gehittet vom. Aus der Ferne aus. So, jetzt. Das wieder. Ist kein Spawnpunkt. Hier können sie von vorne und von hinten kommen. Ja, wollen wir die hier von der Straße abfangen, die hier von hinten kommen? Ja. Ach, dieses komische Federviehzeug. War das ein Bot? Ja, Bot. Mann, hallo! Ja, warum leckt das gerade bei mir so? Keine Ahnung. Ab und zu so ganz komische Lecks. Ja, ist hier keiner gespawnt oder was? Aber die Vector wirkt aber riesenhaft. An ihm. Nö, ich sehe niemanden hier. Oh, aber dann kann man schön in den Bunker rein. Ich bin gar nicht so aufs Looten aus irgendwie. Wo man schon drin ist. Ach, du bist einfach nur zu lootgeil, das ist alles. Ich will Kills machen. Auch Loot-Shooter. Ja, man kann das Loot aber auch nicht wörtlich auslegen. Aber mach ruhig. Kill. Ja, ich weiß. Hm. Das, also ich bin jetzt gerade richtig angefixt, weil wir gute Raids hatten. Ja. Also die Matches waren auf jeden Fall Hammer. Mhm. Wir sagen, dass wir ein bisschen auf dem Cyberwerk bleiben und warten, bis da welche zur Villa kommen. Rampage. Alter, dass man aber hier nicht die Luft anhalten kann, das verstehe ich nicht. Ja. Du hast zwei Flügel. So, ja, grüß dich. Das nennt sich Lost Light, ist kostenlos. Free-to-play sozusagen kannst du bei Steam runterladen. Boah, schon wieder Graben. Ja, ich weiß nicht, die wachsen hier in diesem Gebüsch nach. Und jedes Mal, wenn du durch so ein Gebüsch läufst, kommen die wieder. Ja. Jedes Mal. Ja, die kommen auch, wenn du in dem gleichen Gebüsch sitzen bleibst. Stehst auf, kommen sie wieder, sind sie wieder da. Sobald du dich eine Zeit lang nicht bewegt hast. Aber das mit den Raben ist heute halt bloß wegen dem Halloween-Event. Normalerweise, also sonst hast du solche Raben nicht. Und schon wieder kommen sie. Ich gehe schon mal Richtung Villa. Hinter mir. Ja, habe ich gehört. Villa. Oh, ich habe keine Ausdauer. Halt durch. Hab ihn. Okay. Zwei oder einer? Bis jetzt nur einer. Aber mit Müll. Das joint. Einfach ein MDR nur. Was stand da gerade? Da hat einer irgendein Team gejoint? Ja, das kann sein. Dann hat einer jemanden gekillt und wiederbelebt. Ah, okay. Das könnte es jetzt ein Dreier-Team sein, im Grunde genommen. Ja, eine gewisse Zeit lang, oder? Kann man sich auf Dauer verbünden? Ja, über die ganze Runde denn. Ja, es läuft ja ein Timer ab. Nicht immer. Was? Das kommt mal so, mal so. Was ist denn das? Das macht gar keinen Sinn. Entweder genau ist. Genau jetzt der Unterschied ist zwischen dem einen Timer, der abläuft, und das normale
Das weiß ich auch noch nicht. Ich meine, du kannst ja da unten jemanden die Hand reichen. Weißt du, wir können ja mit L jetzt, glaube ich, unsere Verbindung auflösen. Nee, mit F4. Ja, gut, ich hab's. L kannst du denn, Grom, oben auf dem Berg. Gegenüber von der Villa. Oh ja. Da ist gerade einer auf jeden Fall nach rechts gehüpft. Jupp. Ich bin mal hinter der Villa. Der hat mich gesniped. Aber der hat schlechte Munition, wie es aussieht. Aber der hat mir ein Heady verpasst und ich habe kaum Schaden bekommen. Hinter uns sind auch Schüsse. Ja, und der Villa ist schon Action. Oben einer auf dem Dach ist einer bei der Villa. Der geht jetzt in die Villa rein. Mit Granaten. Sind ja immer noch auf dem Dach. Ich sehe gerade niemand. Ja. Nein, ich bin tot, Mann. Ach, scheiße, das ist ja Rippmunition. Einer oder zwei? Zwei. Das war selten dumm. Nein, ich hatte eine Granate. Warum hatte ich eine Granate in der Hand? Ja, hast du vorher eine geworfen? Da behält die dann nämlich, da wechselt dann nicht zur Waffe zurück. Das ist halt das Dumme. Ja, was ist das für ein Rotz, ey? Ja, kein... Mann, lauf doch mal hier drüber. Ich wusste doch nicht mal überhaupt, dass ich eine Granate in der Hand habe. Ach so? Ach Mist, ich hasse RIP irgendwie. Es ist auch ein Tarkov so. RIP-Muni geht nur, wenn du auf die Füße schießt. Ja, das ist mir hinterher auch aufgefallen. Alter, null Aim mit der Pistole. Und vor allen Dingen null Schaden. Jetzt brauchen wir erstmal wieder so einen Hirnlosen, der uns eine Waffe gibt oder sowas. Und wenn du sie brauchst, sind sie nicht da. Mist. Die granandieren da immer noch rum. Ach, leer. Glaub's ja nicht, ey. Hier sind Steps. Jetzt läuft der Spinner weg. Wo sind wir jetzt hin? Ich brauche deine Waffe, du Idiot.
Er ist tot zusammengebrochen. Alter. Das müssen richtig schlechte gewesen sein. Wieso? Die haben alles von mir genommen. Alles. Wirklich alles. Also das müssen die übelsten Bobs gewesen sein. Hey. Hatte ich nicht. Bot oder was? Tja, hatte ich nicht gerade meinen Loot hier gesehen? Leck mich doch am Arsch. Ah, hier ist meine Mose. Okay. Alles haben sie sich geschnappt, ey. Was sind das denn für Lobobs gewesen? Ja, das war's halt, ne? Das waren die, die sich schnell gedacht haben, oh, wir machen einfach nur so einen asozialen Loot-Run. Und nehmen den Leuten einfach nur das weg, was sie gerade haben. Och, ja, mir ist egal. Sowas finde ich immer echt asozial. Es ist ein Loot-Shooter, habe ich mir sagen lassen. Ja, das ist auch. Aber es ausnutzen, dass man Team machen kann, nur am Ende aus purer Langeweile durchzurennen mit den behindertsten Waffen, die sie haben, die haben mir noch nicht mal gelootet. Ja, wenn ich zu blöd bin, den zu erschießen, hat er sich halt sein Zeug... Aber die haben noch nicht mal die Villa gelootet, die laufen mir einfach nur... blindlings rum, um Leute zu killen, aus Langeweile. Ja, ist doch okay. Können sie doch machen. Ich lege ja auch mehr Wert irgendwie auf Shooter anstatt auf Loot. Ja. Man sollte aber auch schon looten. Und das war ein Dreierteam. Und wenn da keiner von dem was geholt hat, ey, komm schon. Hä, mir soll's recht sein. Dann habe ich jetzt hier den fetten Loot. Ja? Ja. Scheiß Painkiller. Schmeiß ich auch bald auf den Mist. Was ist denn jetzt schon wieder? Gar nichts haben wir hier geholt. Den Müll. Die machen sich aus dem Staub. Ja, klar. Mit deinem Loot. Ich hoffe, du kannst heute Abend ruhig schlafen. Ich werde heute Nacht gar nicht schlafen. Allein weil es zu spät ist. Weil ich über meine Zeit drüber weg bin. Ach so? Naja, dann lass uns raus. Oh, du bist ja schon in Form. Manchmal kriegt man halt auch mal einen aufs Maul und verliert sein Zeug. Was willst du machen? Ja klar, dass man aufs Maul kriegt und sein Zeug verliert, aber was die machen, ist im Grunde das Unsportlichste von allen. Die suchen sich, die killen einfach schnell, normal, also ein Spieler, Team mit denen, damit sie bloß zu dritt sind, in einem, wo du maximal zu zweit nur bist. Und dann laufen die einfach nur dumm mit beschissenen Waffen, um einfach nur die Leute zu ärgern. Um einfach nur rumzulaufen und welche zu killen. Ja, ist doch... Alter! Ist doch okay. Ah, ich habe keine... Ah, die haben ja die Munition von meiner Sniper geklaut. Nee. Ey, lässt du mir erstmal nicht hier looten. Wenn ich Munition brauche, klaut ihr meinen Kill und ich stehe dann da. Sowas kann ich überhaupt nicht leiden. Nein, niemals, Alter. Das kann überhaupt nicht sein. Weil ich habe den
den Kill gekriegt. Es kann überhaupt gar kein Dings bei dir aufgetaucht sein. Ja. Den hast du gekillt. Ja, ich habe alle beide gekillt. Nee, doch den anderen habe ich auch geschossen. Ja, drauf schießen und umbringen ist halt, sind halt zwei getrennte Paar Schuhe. Dafür, dass du überhaupt noch ein Visier auf deinen Sniper hast. Und sogar noch einen Schalldämpfer. Ja, deswegen habe ich ihn auch erschossen. Das haben sie mir auch alles weggenommen. Ja, wir haben so ganze Munition, deswegen ich will ja reingucken und hoffen, dass ich irgendwo Munition kriege für den. Sonst ist hier der Ofen aus. Ich kann ja einmal hier einen 20er rausschmeißen. Was ist denn das für... Was hast du denn für Munition? Ich glaube, die Standard. Ne, die Vierer durchbrechende. Oh. Ist auch die Mosi, ja, oder nicht? Das ist gut. Ich danke dir. Kein Problem. Dann darfst du auch den toten Skeff looten. Du brauchst ja nicht. Ich habe schon reingeguckt. Der hat ja nur die SKS und ein bisschen Normalo-Zeug. Und die SKS nehme ich mit raus. Die verkaufe ich. Ich habe das Glück am Blatt. Der hat mir selbst meinen großen Rucks. Das ist. Und sogar meine Billo-AK. Die du tausendmal durchbrennst. Was war das denn? Da stand Gene. Gene Hackman stand mitten. Oder was? Ah, ja. Er ist tot und läuft an seinem räudigen Kumpel vorbei. Na. Alter, was ist jetzt hier los? Eigentlich glaube ich mir davon. Oh, Alter, wie er weggekullert ist. Selbst so eine Blue-AK haben sie unbedingt gebraucht, oder was? Verstehe es nicht. Wie schlecht hatten waren die denn ausgerüstet? Also für mich hat's gereicht. Ja, weil ich auch... Die AK bringt ja noch nicht mal viel im Verkauf. Ich sage, das ist die allererste AK, die man hunderte Male bekommt. Woher weißt du, dass sie die mitgenommen haben? Weil du sie nicht hast? Das sehe ich. Und weil ich sie nicht hab und weil sie da nicht mehr lag. Ach, das war deine. Und du hast meine nicht. Nö, ich hab Seh. Die von dem Skeff. Meine sieht nämlich ganz, ganz anders aus. Und die hatte gar nichts, das war bloß... Ja, genau. Damit ich noch eine andere Waffe habe, außer die Mosin. Ich sag ja, ich hatte die stinknormale AK, die mit Schalldämpfer und diesen ganzen Billigkram dann dran. Aha. Willst du das nicht gehen lassen? Wenig. Und ich sage, die hätten auch die Villa looten können.